Abschnitt 36 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch, nach dem 14. Vierter Teil, sechstes Kapitel. Aufzeichnungen von Sergei Murawjow-Apostol. Fortsetzung. Als die Kompanien sich auf dem Stadtplatze versammelt hatten, schickte ich nach dem Regimentspfarrer. Pater Danilo Kaiser, ein sonderbarer Name, vielleicht stammt er von deutschen Kolonisten ab, ist ein blutjunger Bursche, vielleicht 26 Jahre alt, schwindsüchtig, mit flachsblonden, dünnem Zopf. Solche Zöpfe haben manchmal kleine Bauernmädchen. Als ich ihm die Ziele des Aufstandes auseinandersetzte, wurde er blass, begann zu zittern und vor Angst zu schwitzen. Richten Sie mich nicht zugrunde, euer Hochwohlgeboren. Ich habe Frau und Kinder. Als ich dieses erschrockene Häslein, den Streiter für das Reich Gottes, sah, begriff ich wieder, wie weit es vom Spekulieren zum Handeln ist. Hier ist die Aussage des Pater Danilo selbst, wie sie auf dem mir von der Untersuchungskommission vorgelegten Fragebogen zu meiner Überführung wiedergegeben ist. Als ich die Fragen beantwortete, schrieb ich diese Aussage ab, um sie den kommenden Geschlechtern zu übermitteln. Am 31. Dezember um 11 Uhr vormittags kam zu mir in die Wohnung ein Unteroffizier der 2. Grenadierkompanie in feldmarschmäßiger Ausrüstung und übergab den mündlichen Befehl des Oberstleutnants Murawjow-Apostol, unverzüglich mit dem Kreuz zwecks Abhaltung eines Gottesdienstes, bei dem auch der Katechismus verlesen werden sollte, zu ihm zu kommen. Ich hatte die größte Angst und wusste nicht, wo Schutz suchen. Aber ich wagte nicht, mich zu weigern und schickte den Küster Iwan Ochlestin in die Regimentskirche, um ein Gebetbuch und den kurzen Katechismus zu holen. Als der Küster die Bücher brachte, begab ich mich mit ihm in die Wohnung Murawjows, wo sich ziemlich viele Offiziere befanden. Da ich erst seit kurzem bei diesem Regiment amtierte, waren mir nicht nur diese Offiziere unbekannt, sondern auch Murawjow selbst, den ich zum ersten Mal im Leben sah. Er befahl mir, in seiner Wohnung zu bleiben, und so stand ich etwa eine halbe Stunde an der Schwelle vor ihm und den anderen Offizieren. Als einer von diesen auf mich zuging und mich fragte, ob ich fertig sei, antwortete ich ihm, ich habe ein Gebetbuch und den kurzen Katechismus bei mir. Der Offizier nahm aber den erwähnten Katechismus dem Küster aus der Hand, schlug ihn auf und sagte, dass sie ihren eigenen geschriebenen Katechismus hätten. Murawjow widerrief nun seinen ersten Befehl und sagte, dass ich keinen Gottesdienst abzuhalten brauche, sondern irgendeine andere, kürzere Handlung vornehmen solle. Als ich diesen sonderbaren Sachverhalt merkte, was sie untereinander auf Französisch sprachen, zwar nicht verstand, aber mehrere geladene Pistolen auf dem Tisch liegen sah, erschrak ich noch mehr und wollte mich schon entfernen, wagte es aber nicht. Murawjow setzte sich aber eine Art armenische Mütze auf, band sich eine Schärpe um, ging mit den Offizieren zu den auf dem Platz aufgestellten Kompanien hinaus und sagte mir, ich solle ihm folgen. Er ritt auf die Front zu und befahl den Soldaten, sich im Kreis aufzustellen. Die Offiziere traten mit geladenen Pistolen, einige auch mit Dolchen bewaffnet, in die Mitte und umringten mich. Auf Befehl Murawjows legte ich nun den Ornat an und sang mit dem Küster das Vaterunser. Himmlischer König, den Psalm auf die Geburt Christi und einen kurzen Lobgesang. Sonst sang ich nichts. Dann gab mir irgendein Offizier ein Papier, das ich bis dahin nie gesehen hatte, und ich weiß auch jetzt nicht, was darauf stand. Denn dieser selbe oder ein anderer Offizier, der hinter mir stand, las es auswendig vor, während ich von großer Angst ergriffen Wort für Wort nachsprach, ohne zu verstehen, was darin enthalten war. Ob ich dabei auch noch andere Worte sprach, weiß ich nicht mehr. Armer Pater Danilo, unfreiwilliger Märtyrer für die russische Freiheit. Der Tag war sonnig. In der Nacht war der erste Schnee gefallen. Der Winter hatte sich eingestellt. Aber wie es in der Ukraine oft vorkommt, spürte man mitten im Winter einen Hauch des Frühlings. Im Schatten fror es, aber in der Sonne taute es. Die Spatzen zwitscherten, die Tauben girrten in der Sonne auf den goldenen Kirchenkuppeln. Die Kirschbäume und Apfelbäume standen, vom Reif geschmückt, da wie in weißer Blütenpracht.
Unter dem Schnee erschienen die weißen Wände der Lehmhütten der Kosaken dunkel und die schmutzigen Judenhäuser noch schmutziger. Beim Anblick des blauen, tiefen Himmels erinnerte ich mich der Lieder, die die ukrainischen Mädchen in der Nacht vor Weihnachten zu singen pflegen. Sei gesund, aber nicht allein, sondern mit dem lieben Gott. Im lieben Himmel ein lieber Gott. Die Kompanien standen auf dem Platze in feldmarschmäßiger Ausrüstung in einer gedrängten Kolonne. Ich saß im Sattel vor der Front und den Fahnen. Pater Danilo las mehr tot als lebendig den Katechismus mit so schwacher Stimme, dass man fast nichts hören konnte. Bestuschew ging auf ihn zu, nahm ihm das Papier aus der Hand und begann laut und feierlich: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wozu hat Gott den Menschen erschaffen? Damit er an ihn glaube und frei und glücklich sei. Warum sind das russische Volk und Heer unglücklich? Weil die selbstherrschenden Zaren ihnen die Freiheit geraubt haben. Was befiehlt unser heiliges Gesetz dem russischen Volke und Heere zu tun? Ihren langjährigen Sklavensinn zu bereuen, sich gegen die Tyrannei und Entehrung zu rüsten und eine Regierung herzustellen, die dem Gesetze Gottes entspricht. Es schien, dass nicht nur die mit gieriger Aufmerksamkeit lauschenden Soldaten und die erschrockenen Einwohner von Wasilko, der Stadthauptmann Pritulenko, der Richter Draganchuk, der Postmeister Besnosikow, der Kanzlist mit verbundener Backe, der Gutsbesitzer aus der Steppe, der alte Kosak mit grauem Schnauzbart, die dicke Händlerin und zwei magere Juden in schwarzen Käppchen mit roten Schläfenlocken, dass nicht nur alle diese Leute, sondern auch die melancholischen gelben Mauern des Kreisrentamtes, des Regimentszeughauses und der Proviantmagazine mit unsagbarem Erstaunen zuhörten. Als wollten sie sagen: Es ist nicht das Richtige, nicht das Richtige. Aber die in der Sonne girrenden Tauben, die mit reif wie mit Blüten bedeckten Kirschbäume, die mit hellem Klingen von den Dächern fallenden Tropfen und der blaue, tiefe Himmel antworteten: Es ist das Richtige. Christus hat gesagt: Werdet nicht der Menschen Knechte, denn ihr seid erkauft durch mein Blut. Las Bestuschew weiter, immer lauter und feierlicher. Die Welt folgte aber diesem heiligen Befehle nicht und stürzte in einen Abgrund von Unglück. Aber unsere Leiden rührten den Höchsten. Heute schickt er uns Freiheit und Rettung. Das russische Heer zieht aus, um in Russland den Glauben und die Freiheit wiederherzustellen, auf das ein Zar im Himmel und auf der Erde sei: Jesus Christus. Als er zu Ende war, trat Stille ein. Und in der Stille erklang meine Stimme. Was ich sagte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es einen Augenblick gab, wo ich glaubte, alle hätten es verstanden. Mag ich sterben, ohne etwas vollbracht zu haben. Aber für diesen Augenblick lohnte es sich zu sterben. Ich nahm die Mütze ab, bekreuzigte mich, hob den Degen und rief: Kinder, für Glauben und Freiheit, für den Zaren Christus, hurra! Hurra! Antworteten sie, erst schüchtern und zweifelnd, dann aber ohne jeden Zweifel, wie rasend: Hurra, Konstantin! Es wäre dumm zu schreien: Hurra, Jesus Christus! Darum kam jemand der kluge Gedanke: Hurra, Konstantin! Und alle fielen erfreut in diesen Ruf ein. Sie begriffen, dass es das Richtige sei. Auch ich begriff es, als wäre ich wieder in den schrecklichen Schlaf gesunken wie neulich. Und ich sah vor mir den verwundeten, blutenden Gebel. Er stand an die Wand gelehnt, duckte sich, schützte sich den Kopf mit den Händen und ich schlug mit dem Gewehrkolben auf ihn ein, wollte ihn erschlagen und konnte es nicht. Zäh ist der Satan. Der Satan lachte über mich triumphierend: Hurra, hurra, Konstantin! Nein, ich kann nicht mehr davon sprechen. Ich schäme mich und es ist mir schrecklich. Ich habe auch keine Zeit. Bald kommt der Tod. Mögen die anderen erzählen, womit mein Feldzug für den Zaren Christus oder für den Zaren Konstantin geendet hat. Wie wir 4 Tage lang immer auf dem gleichen Fleck zwischen Wasilko und Bielegazerkow um Triljessi herum, wo man Gebel geschlagen hatte, wie festgebannt im Kreise herumzogen. Alle warteten auf Hilfe, aber niemand half uns. Alle hatten uns betrogen und verraten. Anfangs hatten wir so viel Freiwillige, dass wir gar nicht wussten, wie sie uns vom Halse zu schaffen.
Aber dann fingen die Offiziere an, uns einer nach dem anderen zu verlassen, zu der Obrigkeit nach Kiew zu fliehen, manche sogar in Schlafröcken. Auch der Geist der Truppen war gesunken, als die Soldaten mich baten, ich möchte ihnen erlauben, ein wenig zu plündern, und ich es ihnen untersagte, fingen sie zu murren an. Murawjow ist nicht für den Zaren Konstantin, sondern für irgendeine Freiheit. Es ist ein Gott im Himmel, ein Zar auf Erden. Murawjow betrügt uns. Schon in Wassilkow gab es in den Schenken manchen wüsten Auftritt, aber während des Marsches mussten wir unterwegs vor jeder Schenke Posten aufstellen, und diese betranken sich als die Ersten. Niemals vergesse ich, wie ein betrunkener Soldat aus einer Schenke kam und unter unflätigen Flüchen schrie, »Ich fürchte niemand, vergnüge dich, du Seele, jetzt ist die Freiheit!« In allen Schenken spricht man vom vorstehenden Gemetzel. Man sollte 2 Tage die Messer schleifen und dann losziehen. Es ist ein Ukas vom Zaren gekommen, dass man alle Herren und Juden abschlachte, damit sie ganz aus der Welt verschwinden. In der Schenke des Mordgu Schmulis sagte ein Kosak aus Tschugujew, »Wenn das Schlachten losgeht, werde ich keine Pike und keine andere Waffe verlangen, sondern einen Pfahl zuspitzen, mit Teer bestreichen und 70 Herren und 70 Juden darauf aufspießen.« Ein Soldat aus Bjeljazerkow erklärte aber, »Wenn man bei der heiligen Ostermesse Christ ist erstanden anstimmt, so wird das Gemetzel losgehen.« So vereinigte das Volk Christus mit der Freiheit. Mögen die anderen erzählen, wie die 6 besten Kompanien meines Bataillons, der Stolz des Regiments, sich in eine Räuberbande, in betrunkenes Gesindel verwandelten. Ebenso wie die Milch beim Gewitter sauer wird, so war plötzlich alles sauer geworden. Nun begriff ich erst das Schrecklichste. Für das russische Volk bedeutet die Freiheit Ausgelassenheit, Zügellosigkeit, Frevel, unendlichen Brudermord. Die Sklaverei ist mit Gott, die Freiheit mit dem Teufel. Wer weiß, hätte ich mich bereit erklärt, zu einem Hauptmann dieser Räuberbande, zu einem neuen Pugatschow zu werden, so hätten sie mich vielleicht nicht verraten. Von allen Seiten wären mir die Teufel zu Hilfe gekommen. Wir wären gegen Kiew, Moskau, Petersburg gezogen und hätten vielleicht ein neues russisches Zarenreich zu errichten versucht. Am 3. Januar um die 2. Nachmittagsstunde traten uns auf der Ostimowschen Höhe in der Nähe des Torfes Pologi 4 Schwadronen der Mariupoler Husaren mit 2 Geschützen unter Befehl des Generalmajors Geismar entgegen. Die Obrigkeit hatte solche Angst bekommen, dass sie gegen meine 1000 Mann fast alle Regimenter des 3. Armeekorps aus Kiew schickten. Die Abteilung Geismars war nur zum Rekognoszieren ausgesandt. Wir wussten, dass alle Offiziere dieser Abteilung Mitglieder der geheimen Gesellschaft waren. Dass man sie aber einen Tag vorher verhaftet und durch andere ersetzt hatte, wussten wir nicht. Wir wurden schier wahnsinnig vor Freude. Wir dachten, dass sie uns zu Hilfe kämen. Wir glaubten an ein Wunder. Und nicht wir allein, sondern auch alle Soldaten, ohne Ausnahme. Der Tag war wieder so strahlend wie der 31. Der Himmel ebenso blau, tief, lieb, mit einem lieben Gott. Und wieder gab es wie damals auf dem Platze von Wassilkow einen Augenblick, wo es mir schien, sie hätten alles begriffen. Die Räuberbande sei eine Heerschar Gottes. Die Soldaten zogen mit unerschütterlichem Mut gegen die Geschütze. Ein Schuss krachte und das Geschoss pfiff über unseren Köpfen hinweg. Wir gingen immer vor. Da heulten die Kartätschen. Das Feuer war mörderisch. Viele sanken verwundet um. Wir gingen immer weiter vor. Wir glaubten an ein Wunder. Plötzlich war es mir, als hätte ich einen Stockhieb über den Kopf bekommen. Ich stürzte vom Pferde und fiel mit dem Gesicht in den Schnee. Als ich zu mir kam, erblickte ich Bestuschew. Er half mir aufstehen und wischte mir das Gesicht mit einem Tuche ab. Es war blutüberströmt. Das Tuch war ganz durchnässt, aber das Blut floss noch immer. Ich war von einer Kartätschenkugel am Kopf verwundet. Mein Liebling, der gefreite Lasikin, ging auf mich zu. Ich erkannte ihn nicht. So unnatürlich war sein Gesicht verzerrt und so seltsam weibisch schluchzte er. »Warum hast du uns zugrunde gerichtet? Unmensch, Hundesohn, Anathema!« Plötzlich hob er das Bajonett und fiel über mich her.
Jemand schützte mich vor ihm. Die Soldaten umringten uns und führten uns zu den Husaren. Später erfuhr ich, dass sie ihre Gewehre weggeworfen und sich ohne einen Schuss ergeben hatten, als sie eingesehen, dass kein Wunder geschehen werde. Am Abend brachte man uns unter Bewachung nach Triljessi, wieder dieser verdammte Ort, und sperrte uns in eine leere Dorfschenke. Bruder Matwej trieb irgendwo ein Bett auf und legte mich darauf. Infolge des Blutverlustes aus der unverbundenen Wunde hatte ich fortwährend Ohnmachtsanfälle. Es war mir schwer zu liegen. Mein Bruder hob meinen Kopf und legte ihn sich auf die Schulter. In der Ecke uns gegenüber lag auf dem Stroh Kusmin, ebenfalls verwundet. Alle Knochen seiner rechten Schulter waren von einer Kartätschenkugel zersplittert. Er litt wohl entsetzliche Schmerzen, zeigte es aber nicht. Er stöhnte sogar nicht, so dass niemand merkte, dass er verwundet war. Der Abend brach an. Man machte Licht. Kusmin bat meinen Bruder, er möchte näher kommen. Jener zeigte schweigend auf meinen Kopf. Nun kroch Kusmin mit großer Mühe zu ihm heran, drückte ihm die Hand mit jenem geheimen Zeichen, an dem die vereinigten Slawen einander erkannten, und kroch wieder in seine Ecke zurück. Niemand hatte Lust zu sprechen. Alle schwiegen. Plötzlich krachte ein Schuss. Ich wurde bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, sah ich durch den Pulverrauch, der die Stube noch füllte, Kusmin in der Ecke auf dem Stroh mit blutendem Kopf liegen. Er hatte sich aus der Pistole, die er im Ärmel seines Mantels versteckt hatte, eine Kugel in die Schläfe gejagt. Freiheit oder Tod hatte er geschworen. Und er hat den Eid gehalten. Auf der Ustimowschen Höhe fiel auch mein jüngster Bruder, Ippolit Iwanowitsch Murawjow Apostol, ein 19-jähriger Jüngling. Am 31. Dezember, unmittelbar vor unserem Ausmarsch, war er mit einer Posttroika auf dem Stadtplatz von Wasilkow gekommen. Kurz vorher hatte er die Schlussprüfung an der Schule der Kolonnenführer glänzend bestanden und war zum Offizier befördert und zum Stab der 2. Armee kommandiert worden. Er hatte Petersburg am 13. Dezember verlassen, um uns von der nordischen Gesellschaft die Nachricht zu überbringen, dass der Aufstand ausgebrochen sei, und uns um Hilfe zu bitten. Ich wollte ihn retten, flehte ihn an, weiterzufahren. Aber er blieb bei uns. Er glaubte mehr als alle an ein Wunder. Gleich auf dem Platz tauschte er mit Kusmin die Pistolen und leistete auch den Eid. Freiheit oder Tod. Und erhielt den Eid. Als er auf der Ustimowschen Höhe sah, wie ich von der Kartätschenkugel getroffen hinfiel, glaubte er, dass ich tot sei, und tötete sich selbst durch einen Schuss in den Mund. Am 4. Januar beim Morgengrauen fuhr ein Schlitten vor, der mich und meinen Bruder Matwej nach Pjalaja Zerkow bringen sollte. Wir baten die Begleitmannschaften um die Erlaubnis, von der Leiche Ippolits Abschied zu nehmen. Sie wollten es uns lange nicht erlauben. Endlich brachten sie uns in eine unbewohnte Hütte. In der leeren, dunklen, kalten Hütte lagen auf dem nackten Boden die nackten Körper der Toten. Die Husaren hatten sich wohl nicht geschämt, sie auszuplündern und nackt auszuziehen. Unter ihnen lag auch die Leiche Ippolits. In seiner Nacktheit war er schön wie ein junger Gott. Der Schuss hatte sein Gesicht nicht im geringsten entstellt, nur an der linken Wange unter dem Auge war ein kleiner, dunkler Fleck. Der Gesichtsausdruck war stolz und ruhig. Mein Bruder half mir, niederzuknien. Ich küsste den Toten auf den Mund und sagte: Auf Wiedersehen. Seltsam, ich machte mir Gewissensbisse wegen aller, die ich ins Verderben gestürzt habe, aber nicht wegen Ippolit, des reinsten Opfers der reinsten Liebe. Damals sagte ich: Auf Wiedersehen. Jetzt weiß ich schon, dass das Wiedersehen bald kommt. Du wirst mich dort als Erster begrüßen, mein Ippolit, mein Engel mit weißen Schwingen. Morgen am 12. Juni wird das Urteil bekannt gegeben. Das Urteil ist veröffentlicht. Pestel, Rylejew, Karowski, Bestuschew, Rjumin und ich sind zur Vierteilung verurteilt. Aber der Barmherzigkeit des Monarchen entsprechend wird die Strafe auf den Tod durch den Strang herabgesetzt. Sie halten es für eine Gnade, die Vierteilung durch den Galgen zu ersetzen. Aber ich glaube noch immer, dass man uns erschießen wird. In Russland hat man noch niemals Offiziere gehängt.
Das gleiche Urteil trifft auch die Toten. Kusmin Szczepilu, Hippolyt Murawjow, Apostol. Da man aber Tote weder erhängen noch vierteilen kann, wurde angeordnet, nach Verlesung des Urteils auf ihren Gräbern statt Kreuzen Galgen aufzustellen und an diese ihre Namen zur ewigen Schande anzuschlagen. Man wird alle wie die Hunde in eine gemeinsame Grube werfen, in ein Grab ohne Kreuz, wahrscheinlich dort in Pjelaja Zerkow, in der Nähe der Ustimowschen Höhe. Pjelaja Zerkow, Weiße Kirche, ein bedeutungsvoller Name, möge über uns die Weiße Kirche strahlen. Ich erinnere mich an meine Zusammenkunft mit dem Kaiser Nikolai Pawlowitsch. Er versprach, uns alle zu begnadigen. Er umarmte und küsste mich und weinte. Vielleicht verdiene ich nicht weniger Mitleid als ihr. Je ne suis qu'un pauvre diable. Er arme Teufel, der ärmste aller Teufel. Gott verzeihe es ihm. Er selbst weiß nicht, was er tut. Morgen ist die Exekution. Ob man uns erschießen oder erhängen wird, ist mir ganz gleich. Dass es nur schneller ein Ende nimmt. Ich werde den Tod wie die beste Gottesgabe empfangen. Bruder Matwej beneidet mich. Er sagt, dass der Tod für ihn ein Glück wäre. Er denkt nur an Selbstmord. Er will freiwillig verhungern. Ich beschwöre ihn in meinen Briefen, bei unserer verstorbenen Mutter nichts gegen sein Leben zu unternehmen. Eine Seele, die ihren Körper eigenmächtig vor der Zeit verlassen hat, kommt an eine wüste Stätte und wird von denen, die sie liebte, ewig getrennt sein. Ich schreibe es und denke mir dabei, mit einem gebrochenen Bein kann man nicht gehen, mit einer gebrochenen Seele kann man nicht leben. Bruder Matwej will nicht leben und Bestuschew will nicht sterben. Er ist 23 Jahre alt, fast noch ein Kind. Das Todesurteil hatte er nicht erwartet. Er hatte noch bis zum letzten Augenblick gehofft. Er quält sich und verzagt. Auch jetzt höre ich, wie er in seiner Zelle herumrennt und um sich schlägt wie ein Vogel im Käfig. Ich kann es nicht ertragen. Bruder Matwej und Bestuschew sind die größten Gegensätze. Der eine ist allzu schwer, der andere allzu leicht. Sie sind wie zwei Waagschalen und ich bin zwischen ihnen wie ein ewig zitterndes Zünglein. Bruder Matwej glaubte gar nicht an ein Wunder. Bestuschew glaubte blind und ich glaubte halb. Vielleicht bin ich darum zugrunde gegangen. Ich sah im Traume Hippolyt und Mama. Ich empfand eine solche Freude, wie man sie im Wachen niemals empfindet. Beide sagten, ich sei dumm und wisse das Wichtigste nicht. Ich sitze auf Nummer 12 im Kronwerkwall und neben mir auf Nummer 11 sitzt Valerian Michailowitsch Golizin, den man aus dem Alexei Ravelin hergebracht hat. Als alle Kasematten besetzt waren und für die neuen Verhafteten Platz fehlte, teilte man die Zellen durch Holzwände in einzelne Käfige ab. Die Balken aus frischem Holz sind eingetrocknet und haben Spalten bekommen. Durch eine solche Spalte unterhalte ich mich mit Golizin. Ich liebe ihn. Er begreift alles. Alles. Auch er ist ein Freund Tschaadajews. Schade, dass ich keine Zeit habe, mir alles aufzuschreiben. Wir sprachen vom Sohn und vom Geist, von der Erde der allerreinsten Mutter. Und ich fühle ebenso wie im Traume, dass ich etwas Wichtiges nicht weiß. Ich will diese Blätter Golizin geben. Soll er sie lesen und Pater Pjotr Myslowski übergeben. Dieser versprach mir, sie aufzuheben. In den letzten Tagen schreibe ich ganz frei und verstecke das Geschriebene nicht. Tinte und Papier bekomme ich, so viel ich will. Sie verhätscheln das Opfer. Aber ich muss enden. Heute Nacht ist die Exekution. Ich werde die Flasche versiegeln und in den Ozean der Zukunft werfen. Die Sonne sinkt. Meine letzte Sonne. Auch heute ist sie ebenso blutig wie an allen diesen Tagen. Infolge der Hitze und der Trockenheit brennen die Wälder und die Torfmoore in der Umgebung der Stadt. Die Luft ist von Rauch erfüllt. Die Sonne ist, wenn sie aufgeht und untergeht, wie eine trübe rote Kugel, und am Tage glüht sie durch den Rauch wie ein abgebranntes Holzscheit. Oh, diese blutige Sonne, die blutige Fackel der Eumeniten. Sie ist vielleicht unseretwegen über Russland aufgegangen.
und wird nie mehr untergehen. Ich hatte einen Traum. Ich ziehe mit meuternden Kompanien, mit einer Räuberbande als Sieger durch ganz Russland. Überall Freiheit ohne Gott, Frevel, unendlicher Brudermord. Und über ganz Russland, über der schwarzen Brandstätte, steht die blutige Sonne, der blutige Kelch des Teufels. Und ganz Russland, eine Räuberbande, betrunkenes Gesindel, geht mir nach und schreit: Hurra, Pugatschow, Murawjow! Hurra, Jesus Christus! Mir ist dieser Traum nicht mehr schrecklich. Wird er aber vielleicht unseren Enkeln und Urenkeln schrecklich sein? Nein, Tschaldajew hat Unrecht. Russland ist kein unbeschriebenes Blatt Papier. Es steht darauf schon geschrieben: Reich des Tieres. Schrecklich ist das Zartier. Noch schrecklicher ist vielleicht das Volktier. Russland wird nicht gerettet werden, ehe sich seinem Schoße ein Schrei des Schmerzes und der Reue entringt, dessen Widerhall die ganze Welt erfüllt. Ich höre schwere Schritte. Das Tier kommt. Russland geht zugrunde. Russland geht zugrunde. Gott rette Russland. Ende der Aufzeichnungen von Sergei Murawjow Apostol. Ende von Abschnitt 36. Abschnitt 37 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch nach dem 14. Vierter Teil, 7. Kapitel. Wenn ich in die Kasematte Sergei Iwanowitschs komme, empfinde ich die gleiche Andacht, wie wenn ich beim Gottesdienst vor den Altar trete. An diese Worte des Paters Myslowski musste Golizin denken, als er die Aufzeichnungen Murawjows, sein Vermächtnis an Russland, gelesen hatte. Das Fenster seiner Zelle stand offen. Die Festungsbehörde hatte erlaubt, in diesen unerträglich heißen Julitagen die Fenster offen zu halten. Sonst müssten die Arrestanten ersticken. Durch die nächtliche Stille klang vom Kronwerk das Klopfen einer Axt und eines Hammers herüber. Solange Golizin las, hörte er das Klopfen nicht. Als er aber zu Ende war, horchte er auf. Tuck, tuck, tuck. Stille. Und dann wieder tuck, tuck, tuck. Was machen sie wohl? Fragte er sich. Schon am Morgen hatte er auf dem Wald Zimmerleute bemerkt, die etwas bauten. Sie hoben bald zwei schwarze Pfosten in die Höhe und ließen sie bald wieder sinken. Ein berittener Generaladjutant mit weißem Federbusch auf dem Hut beobachtete durch ein Lorgnon die Arbeit der Zimmerleute. Dann gingen alle weg. Und nun wieder dieses Tuck, Tuck, Tuck. Golizin trat ans Fenster und sah hinaus. Die Julinacht war hell, aber die Luft wie an allen diesen Tagen von Rauch und Dunst erfüllt. Auf dem Wall bewegten sich im Nebel Schatten. Sie hoben zwei schwarze Pfosten in die Höhe und ließen sie wieder sinken. Was machen sie? Was machen sie? Fragte sich Golizin. Aus der Nachbarzelle tönte aber Geflüster. Murawjow sprach durch eine Spalte in der Wand mit Bestuschew. Er bereitete ihn auf den Tod vor. Golizin legte sich aufs Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Er dachte an sein gestriges Gespräch mit Pater Pjotr von den 5 zum Tode Verurteilten. Erschrecken Sie nicht vor dem, was ich Ihnen sagen werde, hatte Myslowski gesagt. Man wird Sie zum Galgen führen, aber im letzten Augenblick wird ein Bote vom Zaren mit der Begnadigung geritten kommen. Die Konfirmation ist ja schon unterschrieben, erwiderte Golizin. Die Konfirmation ist bloß eine Dekoration, flüsterte Pater Pjotr geheimnisvoll. Golizin erinnerte sich auch der anderen Gerüchte über die Begnadigung. Alle Gefängnisbeamten waren überzeugt, dass die Todesstrafe nicht vollzogen werden würde. Man wird alle begnadigen, sagte der Platzmajor Botuschkin. Die Todesstrafe ist in Russland gesetzlich abgeschafft. Kann denn der Kaiser das Gesetz verletzen? Man wird sie begnadigen, sagten auch die Wachtposten. Der Kaiser selbst ist am 14. schuld. Warum soll er die anderen hinrichten lassen?
Die Kaiserin-Witwe Maria Fjodorowna erhielt, wie man sich erzählte, vom Kaiser einen Brief, in dem er sie beruhigte und sagte, dass kein Blut vergossen werden würde. Die Kaiserin Alexandra Fjodorowna hat ihren Mann auf den Knien um Gnade für die Verurteilten angefleht. »Ich werde Russland und Europa in Erstaunen setzen«, hatte der Kaiser zu Herzog Wellington gesagt. Auf das vom obersten Gericht gefällte Urteil hatte der Kaiser erklärt, dass er nicht nur dem Vierteilen als einer grausamen Strafe, sondern auch dem Erschießen als einer Strafe, die nur für militärische Vergehen vorgesehen sei, und sogar dem einfachen Köpfen, mit einem Worte, jeder Strafe, die mit Blutvergießen verbunden sei, seine Zustimmung versagen werde. Die Richter beschlossen daraufhin, erhängen. Die Hinrichtung durch den Strang sei ja kein Blutvergießen. Vielleicht hatten sie sich geirrt. Nicht erhängen, sondern begnadigen. Vergebens zog sich Golizin die Decke über den Kopf. Tuck, tuck, tuck. Stille und dann wieder. Tuck, tuck, tuck. Wer richtet hin? Der Zar oder Russland? Das Tier oder das Reich des Tieres? Fragte er sich plötzlich und sprang entsetzt auf. Dort auf dem Wall ragen und sinken zwei schwarze Pfosten, und auf ihnen schwankt das Schicksal Russlands, wie auf einer schrecklichen Waage. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigest, die zu dir gesandt sind, wenn du es wüsstest, so würdest du auch bedenken zu deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und aller Orten ängsten, und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Golizin sank in die Knie und vereinigte sein Flüstern mit dem, das durch die Wand zu ihm drang. Russland geht zugrunde. Russland geht zugrunde. Gott rette Russland. Pater Pjotr reichte Rylejew das heilige Abendmahl und erteilte ihm die Absolution. Als er seine Zelle verlassen hatte, zog Rylejew die Uhr aus der Tasche. 19:01. Er wusste, dass man ihn um 3 holen würde, also blieben ihm noch 2:41. Er legte die Uhr auf den Tisch und verfolgte die Bewegung des Zeigers. 19:20, 21:00. Nun, ist es schrecklich? Nein, es ist nicht schrecklich. Es ist nur sonderbar. Es erinnert an einen Zustand, von dem er einmal in einem astronomischen Buch gelesen hatte. Wäre der Mensch auf einen kleineren Planeten geraten, so könnte er leicht die fürchterlichsten Lasten heben und die schwersten Steine wie leichte Bälle von sich schleudern. Oder es glich auch dem magnetischen Zustande. Er hatte sich einmal für den Mesmerismus interessiert und auch das in einem Buche gelesen. Wenn man einer Somnambule eine Nadel in den Körper bohrt, so fühlt sie es nicht. Ebenso bohrte auch er eine Nadel nach der anderen in seine Seele und probierte, ob er nicht doch Schmerz empfinden würde. Die Furcht wirkte nicht. Vielleicht wird er den Hass fühlen. Er dachte an seinen Hass auf den Kaiser. Er hat mich betrogen, verführt, erniedrigt, gequält, geschändet. Und nun tötet er mich. Aber er fühlte auch keinen Hass. Er begriff, dass ihn zu hassen dasselbe sei, wie mit der Faust auf die Wand zu hauen, an der man sich angeschlagen hat. Und die Scham? Früher brannte ihm die Scham wie glühendes Eisen. Wenn er sich erinnerte, wie Karowski ihm bei der Konfrontation ins Gesicht geschlagen und angeschrien hatte, Schurke! Aber auch die Scham brannte nicht. Sie war erloschen. Wie glühendes Eisen im Wasser. Mag Karowski es niemals erfahren, mag es kein Mensch erfahren, dass er, Rylejew, kein Schurke ist. Ihm genügt, dass er es selbst weiß. Er suchte noch die letzte, spitzeste Nadel. Mitleid. Er dachte an Natascha. Er blätterte in ihren Briefen und las. Ach, mein lieber Freund, ich weiß nicht, wie mir ist. Zwischen Angst und Hoffnung warte ich auf den entscheidenden Augenblick. Versetze dich nur in meine Lage, ganz allein auf der Welt, mit einem unschuldigen Waisenkind. Wir haben ja dich allein gehabt, und du warst unser einziges Glück. Ich bete zu Gott, er möchte mich mit der Nachricht trösten, dass du unschuldig bist. Ich kenne deine Seele, du hast nie etwas Böses gewollt, hast immer nur Gutes getan. Ich beschwöre dich, verzage nicht und hoffe auf die Güte Gottes und auf das Mitleid unseres engelgleichen Kaisers.
Leb wohl, mein unglücklicher Märtyrer. Gottes Güte sei mit dir. Das Leibchen und die zwei Nachtmützen werde ich dir mit der Wäsche schicken. Nastenka, geht es gut. Sie glaubt, du seist in Moskau. Ich sage ihr, dass wir bald zu Papa reisen. Sie ist sehr froh und ungeduldig und fragt, ob wir bald reisen. Darunter stand in Nastenkas großer Kinderhandschrift: Lieber Papa, ich küsse dir die Hand. Komm schneller zu mir. Ich sehne mich nach dir. Wir wollen zusammen zur Großmutter fahren. Plötzlich fühlte er, wie ihm etwas die Augen verschleierte. Tränen? Die Nadel war durch das tote Fleisch gegangen und in das Lebende eingedrungen. Tut es weh? Ja, aber nicht allzu sehr. Nun ist es schon vorbei. Er dachte sich bloß, es ist gut, dass er auf den Abschiedsbesuch Nataschas verzichtet hatte. Er hätte sie zu sehr erschreckt. Denn den Lebenden sind die Toten schrecklich. Je näher sie ihnen im Leben standen, umso schrecklicher sind sie ihnen im Tode. Es fiel ihm ein, dass er ihr etwas schreiben müsse. Er setzte sich an den Tisch, tauchte die Feder in die Tinte, wusste aber nicht, was zu schreiben. Er tat sich Zwang an und log: Ich empfinde eine so tröstliche Ruhe, dass ich es gar nicht sagen kann. Liebste Freundin, wie heilsam ist es doch, ein Christ zu sein. Er lächelte. Pater Piotr hatte ihm neulich mitgeteilt, dass die Bischöfe, die zum obersten Gericht gehörten, sich geweigert hätten, das Todesurteil zu unterschreiben. Wie auch das Urteil ausfällt, werden wir ihm nicht widersprechen, aber in Anbetracht unseres geistlichen Standes können wir es nicht unterschreiben. So geriet ihm auch der Brief, in Anbetracht. Bei Durchsicht der Briefe Nataschas fand er auch die Entwürfe seiner eigenen Briefe an sie, die zum größten Teil von Geld- und Wirtschaftssachen handelten. Er sah auch diese Zettel durch. Man muss 700 Rubel in die Leihbank einzahlen. Bezahle dem jüdischen Schneider, jauchze die Schuld, wenn du erfährst, dass Karowski nicht bezahlen kann. Die Aktien liegen in meinem Schreibtisch, in der oberen Schublade links. Lass den Hafer und das Heu auf dem Gute verkaufen. Ich würde gern den Schulzen Kohnen freilassen, aber es wäre doch schade. Er ist ein ehrlicher Alter, solche findet man heute nicht so leicht. Wie ein Mensch sich wundert, wenn er sein altes Bildnis sieht, so wunderte er sich auch. Bin ich es wirklich? Plötzlich empfand er Ekel. Wie in der Fremde drückt das Leben, wann werfe ich's ab, wann geht es fort? Wer wird mir Taubenschwingen geben, zu fliegen auf, zu ruhen dort? Ein stinkend Grab ist mir die Erde, die Seele drängt sich aus dem Leib. Ein stinkender Hauch des Lebens wehte ihn an. Wahrscheinlich spüren nicht nur die Lebendigen den Gestank der Toten, sondern auch die Toten den der Lebendigen. Er blickte auf das Heiligenbild. Ob er nicht beten solle? Nein, das Gebet ist zu Ende. Jetzt ist alles ein Gebet. Wenn er atmet, betet er. Auch wenn er in der Schlinge erstickt, wird er beten. Er wurde nachdenklich, aber seltsam. Er hatte dabei keine Gedanken. Er unterschied seine Gedanken nicht, wie man in einem sich schnell drehenden Rade die Speichen nicht unterscheidet. Er wiederholte nur mit immer anwachsendem Erstaunen: Da ist es, da ist es, 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 es. Er fühlte sich müde und legte sich hin. Er dachte sich noch, dass ich nur nicht einschlafe. Man sagt, dass die zum Tode Verurteilten besonders fest schlafen. Und schlief ein. Ihn weckten Schritte und das Zuschlagen von Türen im Korridor. Er sprang auf und sah nach der Uhr. 3 Uhr vorbei, Schlösser und Riegel klirrten. Er schauderte vor Entsetzen, als hätte man ihn mit dem Kopf in eiskaltes Wasser getaucht. Als er aber dem Platzmajor Poduschkin und dem Wärter Trofimow, die in die Zelle traten, ins Gesicht blickte, war das Entsetzen sofort verschwunden. Als hätte er es von sich genommen und ihnen mitgeteilt. Er empfand kein Grauen mehr. Das Grauen hatte sich ihrer bemächtigt. »Jegor Michailowitsch, schon?« fragte er Poduschkin. »Nein, es ist noch viel Zeit. Ich wäre noch nicht gekommen, aber Sie haben es auf einmal eilig, obwohl Sie noch gar nicht fertig sind.« Rylejew begriff, der Galgen ist noch nicht fertig. Poduschkin sah ihm nicht in die Augen, als schämte er sich. Ebenso Trofimow. Rylejew merkte,
dass er sich auch selbst schämte. Es war die Scham vor dem Tode, die dem Gefühl des Nacktseins gleicht. Wie die Kleidung vom Leibe fällt, so fällt der Leib von der Seele. Trofimow brachte Ketten, Sträflingskleider. Rylejew hatte noch immer den Frack an, in dem er verhaftet worden war, und ein reines Hemd aus der letzten Sendung Nataschas. Nach russischer Sitte werden Sterbende mit reiner Wäsche bekleidet. Er zog sich um, setzte sich an den Tisch und begann, während ihm Trofimow die Fußsesseln anlegte, einen Brief an Natascha. Es wurde wieder in Anbetracht. Aber er kümmerte sich nicht mehr darum. Sie würde ihn auch so verstehen. Nur eine Stelle kam ihm wirklich vom Herzen. Meine Freundin, du hast mich während 8 Jahren glücklich gemacht. Worte können meine Gefühle nicht wiedergeben. Gott wird es dir vergelten. Sein heiliger Wille geschehe. Nun kam Pater Pjotr. Er begann von Buße, Verzeihung und Ergebenheit in den Willen des Herrn zu sprechen. Da er aber merkte, dass Rylejew ihm nicht zuhörte, schloss er einfach: Kondratij Fjodorowitsch, haben Sie vielleicht noch Wünsche? Nein, was soll ich noch wünschen? Ich glaube, es ist alles, Pater Pjotr, antwortete Rylejew ebenso einfach und lächelte. Er wollte sogar scherzen. Die Konfirmation ist aber doch keine Dekoration. Als er aber Myslowski anblickte und seine Scham und sein Entsetzen sah, fühlte er Mitleid mit ihm. Er nahm seine Hand und drückte sie sich aufs Herz. Fühlen Sie, wie es schlägt? Ja. Schlägt es gleichmäßig? Ja, gleichmäßig. Er holte ein Tuch aus der Tasche und gab es dem Geistlichen. Übergeben Sie es dem Kaiser. Sie werden es nicht vergessen. Nein, was soll ich ihm sagen? Nichts, er weiß es selbst. Es war das Tuch, mit dem Nikolai Rylejew die Tränen abgewischt hatte, als er beim Verhör zu seinen Füßen weinte, durch die Gnade des Zaren niedergeschmettert. Poduschkin ging hinaus und kam mit solcher Miene zurück, dass Rylejew begriff, dass es Zeit sei. Er stand auf, sah das Heiligenbild an und bekreuzigte sich. Er bekreuzigte auch Trofimow, Poduschkin und Pater Pjotr selbst. Er lächelte ihm dabei zu, als wollte er sagen: Jetzt nicht du mich, sondern ich dich. Er machte nach allen Seiten das Zeichen des Kreuzes, als bekreuzigte er seine unsichtbaren Freunde und Feinde. Es war, als täte er es nicht von selbst, sondern folge einem fremden Befehl. Seine Gebärden waren so sicher und befehlend, dass niemand sich wunderte und alle es als selbstverständlich hinnahmen. Nun, Jegor Michailowitsch, ich bin fertig. Und alle verließen die Zelle. Ende von Abschnitt 37. Abschnitt 38 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch, nach dem 14. Vierter Teil, 8. Kapitel. Korowski blieb sich bis ans Ende treu. Ich habe allein gelebt und werde allein sterben. Wenn er im Korridor seinen Genossen begegnete, sprach er mit niemand und gab niemand die Hand. Er hielt nach wie vor alle für Schurken. Er war in seinem Hass erstarrt. Tag und Nacht las er. Die Bücher schickte ihm die Tochter des Platzmajors, Adelaida Jegorowna. Das Fenster seiner Zelle sah gerade auf die Wohnung Poduschkins. Die alte Jungfer hatte sich in Korowski verliebt. Sie saß immer am Fenster und sang zur Gitarre. Er saß im Kerker hinter Mauern und hatte Not zu überstehen. Gewiss, sie würden ihn bedauern, könnten sie nur den Ärmsten sehen. Korowski hatte ein zärtliches Herz, aber kurzsichtige Augen. Ihr Gesicht sah er nicht. Er sah nur Kleider in allen Farben des Regenbogens. Blaue, grüne, gelbe und rosa. Sie erschien ihm wunderschön, wie dem Don Quixote sein Dulcinea. Über die Bücher fiel er mit Heißhunger her. Besonders gern las er die göttliche Komödie. Er hatte Reisen im Ausland gemacht, war auch in Italien gewesen und verstand ein wenig Italienisch.
Von Farinata und Capaneus war er entzückt. Quel magnanimo, dieser großmütige Farinata degli Uberti, quälte sich im sechsten Kreise der Hölle, auf dem feurigen Friedhofe der gottlosen Epikureer. Als Dante und Vergil auf ihn zugehen, erhebt er sich aus seinem feurigen Grabe. Bis zu der Brust mit einer solchen Stirn, als hätte er für die Hölle nur Verachtung. Coma vessulo inferno in gran dispito. Und der Riese Capaneus, einer der sieben Heerführer, die Theben belagert hatten, der wegen Gotteslästerung von Zeus in die Hölle geschleudert worden ist, liegt nackt auf nackter Erde unter ewigem Feuerregen. Wer ist der Große, welcher diese Glut verachtend liegt, die Blicke trotzig heben, noch nicht erweicht von dieser Feuerflut? Fragt Dante Vergil. Und Capaneus antwortet ihm: Qual fui vivo tals un morto? Tot bin ich, wie einst lebend. Sei auch mit Arbeit Juvis Schmied geplagt, von welchem er den spitzen Pfeil bekommen, den er zuletzt in meine Brust gejagt, gewiss, dass nie ihm frohe Rache lacht. Karowski selbst glich diesen beiden großen Verächtern der Hölle. Als Pater Pjotr ihn bei der Beichte in der letzten Nacht vor der Hinrichtung fragte, ob er seinen Feinden verzeihe, antwortete Karowski: Ich verzeihe allen, außer zwei Schurken, dem Kaiser und Rylejew. Mein Sohn, vor dem heiligen Abendmahl, vor dem Tode, entsetzte sich Pater Pjotr, ich beschwöre dich bei Gott, demütige dich und verzeihe. Ich verzeihe nicht. Was soll ich nun mit dir anfangen? Wenn du nicht verzeihst, kann ich dir kein Abendmahl reichen. Also nicht. Pater Pjotr musste die Sünde auf sich nehmen und einem Unbußfertigen das Abendmahl reichen. Als aber Poduschkin und Trofimow zu ihm kamen, um ihn zur Hinrichtung zu führen, sah Karowski sie so an, als hätte er für die Hölle nur Verachtung. Er ging in den Tod, wie man in ein anderes Zimmer geht, um seine Pfeife zu rauchen, sagte Poduschkin erstaunt. Pawel Iwanowitsch Pestel ist der hervorragendste unter allen Verschwörern, pflegte Pater Pjotr zu sagen. Er ist ein tiefsinniger Mathematiker und glaubt an sein Recht wie an eine mathematische Wahrheit. Er ist immer und überall der gleiche. Nichts vermag seine Festigkeit zu erschüttern. Er scheint imstande zu sein, auf seinen Schultern die Last zweier Berge zu tragen. Ich habe nicht ordentlich zugehört, was man mit uns tun will. Aber es ist ganz gleich, wenn es nur schneller ein Ende nimmt, sagte Pestel nach Verlesung des Urteils. Als der Pastor Reinbot ihn fragte, ob er sich auf den Tod vorbereitet habe, antwortete er: Es tut einem leid, seinen altvertrauten Schlafrock zu vertauschen. Was für einen Schlafrock? Unser russischer Dichter Delvig hat einmal gesagt: Fürchten uns nicht vor dem Tode. Doch leid tut's, den Körper zu lassen, so wie den Schlafrock vertraut jeder nur unlustig tauscht. Glauben Sie an Gott, Herr Pestel? Was soll ich sagen? Mon cœur est matérialiste, mais ma raison se refuse. Mit dem Herzen glaube ich nicht, aber mit meiner Vernunft weiß ich, dass es etwas geben muss, was die Menschen Gott nennen. Gott ist in der Metaphysik ebenso notwendig wie die Null in der Mathematik. Schrecklich, schrecklich, flüsterte Reinbot und begann von der Unsterblichkeit und vom Leben nach dem Tode zu sprechen. Pestel hörte ihm zu mit der Miene eines Menschen, der schlafen will. Schließlich unterbrach er ihn mit einem Lächeln. Offen gestanden habe ich das hiesige Leben satt. Das Gesetz der Welt ist das Gesetz der Identität. A ist A. Pawel Iwanowitsch Pestel ist Pawel Iwanowitsch Pestel. Und das ist schon seit 33 Jahren so. Furchtbar langweilig. Dann ziehe ich schon das Nichts vor. Dort ist nichts. Aber auch hier ist dasselbe. Aus dem einen Nichts ins andere. Der gute Schlaf ist ohne Träume, der gute Tod ohne Jenseits. Ich will so furchtbar schlafen, Herr Pastor. Schrecklich, schrecklich. Vom Abendmahl wollte er nichts wissen. Ich danke Ihnen, ich brauche es absolut nicht. Und als Reinbot ihn ermahnte zu bereuen, sagte er ein Gähnen unterdrückend: Ach, Herr Reinbot, wollen wir uns doch lieber über Politik unterhalten. Und er begann, vom englischen Parlament zu sprechen. Reinbot erhob sich. Entschuldigen Sie, Herr Pestel, ich kann nicht von solchen Dingen mit einem Menschen sprechen, der in den Tod geht.
Nun stand auch Pestel auf und reichte ihm die Hand. »Also, gute Nacht, Herr Reinbud.« »Was soll ich Ihren Eltern ausrichten?« Über Pestels gedunsenes, gelbes, verschlafenes Gesicht. Er hatte in diesem Augenblick besondere Ähnlichkeit mit Napoleon nach Waterloo, huschte ein Schatten. »Richten Sie ihnen aus«, sagte er mit bebender Stimme, »dass ich vollkommen ruhig bin, an Sie aber nicht ohne Schmerz denken kann. Übergeben Sie diesen Brief meiner Schwester Sophie.« Der Brief war französisch und ganz kurz. »Ich danke dir tausendmal, liebe Sophie, für die Zeilen, die du dem Brief unserer Mutter beigefügt hast. Ich bin gerührt von deiner zärtlichen Teilnahme und deiner Freundschaft. Glaube mir, meine Freundin, keine Schwester ist noch von ihrem Bruder so zärtlich geliebt worden wie du von mir. Leb wohl, meine liebe Sophie. Dein dich zärtlich liebender Bruder und aufrichtiger Freund Pestel.« Nachdem er den Brief Reinbud eingehändigt hatte, geleitete er ihn zur Tür, als wolle er ihn schneller loswerden. Aber in der Tür blieb er stehen, drückte ihm fest die Hand und sagte mit einem Lächeln: »Gute Nacht, Herr Pastor. Sagen Sie mir doch auch ganz einfach, gute Nacht.« »Ich kann Ihnen nichts sagen, Herr Pestel, ich kann nur...« Reinbud kam nicht weiter, schluchzte, umarmte ihn und ging. »Ein schrecklicher Mensch«, erzählte er später. »Es war mir, als spräche ich mit dem Teufel selbst. Ich ließ ihn mit verstocktem Herzen zurück und empfahl ihn der Barmherzigkeit Gottes.« Als Pestel sich vor dem Aufbruch zur Richtstätte umkleidete, merkte er, dass er das goldene Brustkreuz, ein Geschenk Sophies, verloren hatte. Er erschrak, erbleichte und begann zu zittern, als hätte er plötzlich seinen ganzen Mut verloren. Lange suchte er es mit zitternden Fingern auf dem Boden. Endlich fand er es und begann es gierig zu küssen. Dann tat er es sich um den Hals und beruhigte sich sofort. In Erwartung Poduschkins setzte er sich auf einen Stuhl, ließ den Kopf sinken und schloss die Augen. Vielleicht schlief er auch nicht, aber er sah wie ein Schlafender aus. Michail Pavlovich Bestuschew-Rjumin fürchtete den Tod nach seinen eigenen Worten, wie der letzte Feigling und Schuft. Er glich einem im Käfig zitternden Vogel, nachdem die Katze ihre Pfote ausstreckt. Zuweilen weinte er vor Angst wie ein kleines Kind, ohne sich dessen zu schämen. Zuweilen staunte er. »Was ist mit mir geschehen? Ich war doch niemals feige. Ich stand unter dem Kartätschenhagel auf der Ostimowschen Höhe und fürchtete mich nicht. Warum fürchte ich mich jetzt?« »Damals gingst du freiwillig in den Tod, jetzt aber unter Zwang. Fürchte nur nicht, dass du fürchtest, und alles wird vergehen«, tröstete ihn Murawjow. Aber er sah, dass der Trost nicht wirkte. Bestuschew hatte solche Angst, dass man glaubte, er werde gleich verrückt werden, oder wirklich, wie der letzte Feigling und Schuft, sterben. Murawjow wusste, womit er ihn hätte beruhigen können. Bestuschew fürchtete, weil er noch immer hoffte, die Konfirmation sei nur eine Dekoration. Im letzten Augenblick werde ein Bote vom Zaren mit der Begnadigung geritten kommen. Um seine Angst zu besiegen, musste man ihm diese Hoffnung nehmen. Aber Murawjow wusste nicht, ob er es tun solle, ob ihm nicht jemand die Augen mit dem heiligen Schleier der Hoffnung verhülle. Bestuschew saß neben Murawjow in der 13. Zelle des Kronwerkes. Zwischen ihnen war eine Balkenwand, wie die, welche Murawjow von Golizin trennte, und auch in dieser Wand war ein breiter Spalt. Sie stellten ihre Betten so auf, dass sie sich im Liegen unterhalten konnten. In der letzten Nacht vor der Hinrichtung las Murawjow Bestuschew aus einem französischen Neuen Testament vor. Beide verstanden schlecht Kirchenslawisch. Und sie kamen zu dem Hofe mit Namen Gethsemane, und er sprach zu seinen Jüngern: »Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete.« Und nahm zu sich Petrum und Jakobum und Johannem und fing an zu zittern und zu zagen. »Warte, Joscha«, unterbrach ihn Bestuschew. »Was ist das?« »Was denn, Mischa?« »Steht es wörtlich, zu zittern und zu zagen?« »Ja, so steht es.« »Warum zittert er denn vor dem Tode?« »Ja, vor dem Leiden und dem Tod.« »Wie ist es möglich, dass ein Gott den Tod fürchtet?« »Es ist nicht der Gott, sondern der Mensch. Er ist Gott und Mensch zugleich.« »Und wenn er auch ein Mensch ist,
Gibt es denn wenig furchtlose Menschen? Sokrates zum Beispiel trank das Gift. Seine Beine waren schon erstarrt und doch scherzte er noch immer. Aber was ist das? Es ging ihm doch so wie mir. Ja, wie dir, Micha. Aber ich bin doch ein Schuft. Nein, kein Schuft. Du bist vielleicht besser als viele furchtlose Menschen. Majuscha und Pestel fürchten sich gar nicht, und das ist nicht gut. Und Ippolit? Ippolit sah den Tod nicht. Wer große Liebe hat, der sieht den Tod nicht. Aber unsere Liebe ist nicht so groß. Wir dürfen nicht fürchten. Nun, lies. Murawjow las weiter. Aber Bestuschew unterbrach ihn wieder. Serjoscha, wie glaubst du, ist Pater Pjotr ein ehrlicher Mensch? Ja. Warum lügt er denn immer, dass man uns begnadigen werde? Hast du das mit dem Boten gehört? Ja. Warum lügt er denn? Es wird doch kein Bote kommen. Was glaubst du, Serjoscha? Warum schweigst du? Murawjow hörte es seiner Stimme an, dass er bereit war, wie ein Kind, ohne sich zu schämen, in Tränen auszubrechen. Er schwieg und wusste nicht, was zu tun. Soll er ihm die Wahrheit sagen, ihm den heiligen Schleier der Hoffnung nehmen oder sich seiner erbarmen und ihn betrügen? Er erbarmte sich seiner und betrog ihn. Ich weiß nicht, Mischa. Vielleicht wird ein Bote kommen. Nun gut, lies, rief Bestuschew erfreut. Lies doch das aus dem Propheten Jesajas, was du dir einmal herausgeschrieben hast. Murawjow begann zu lesen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und werden fort nicht mehr kriegen lernen. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Pardel bei den Böcken liegen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter. Man wird nirgend lechzen noch verderben auf meinem heiligen Berge. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie mit Wasser des Meeres bedeckt. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wart, wie schön. Nicht der Vater, sondern die Mutter. Es wird doch alles wirklich so sein. Ja, es wird so sein. Nein, es wird nicht sein. Es ist schon, rief Bestuschew. Im Anfang heißt es, dein Reich komme. Und zum Schluss, denn dein ist das Reich. Es ist schon da. Weißt du, Serjoscha, als ich auf dem Platze von Wassilko den Katechismus vorlas, gab es einen solchen Augenblick. Ich weiß es. Hast du es auch gehabt? In einem solchen Augenblick zu sterben, ist doch gar nicht schrecklich. Es ist nicht schrecklich, Michel. Nun lies, gib mir die Hand. Murawjow steckte die Hand durch den Spalt. Bestuschew küsste sie und drückte sie dann an die Lippen. Im Einschlafen hauchte er die Hand immer an, als küsste er sie auch im Schlaf. Manchmal fuhr er zusammen und schluchzte wie ein kleines Kind im Schlafe. Immer leiser und leiser, bis er ganz still wurde und einschlief. Auch Murawjow schlummerte. Ihn weckte ein furchtbarer Schrei. Er erkannte Bestuschews Stimme nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er hielt sich die Ohren zu, um nicht zu hören. Aber bald wurde alles still. Man hörte nur das Rasseln der Ketten, die man anlegte, und die beruhigende Stimme Trofimows. Ein schlafender Mensch ist wie ein kleines Kind, euer Wohlgeboren. Er fürchtet alles. Wenn er erwacht, lacht er selbst darüber. Murawjow trat an die Wand, die ihn von Golizyn trennte, und fragte durch den Spalt, »Haben Sie mein Vermächtnis gelesen?« »Ja.« »Werden Sie es weitergeben?« »Ja.« »Erinnern Sie sich noch, Murawjow, wie Sie mir sagten, dass wir das Wichtigste nicht wissen?« »Ich erinnere mich dessen.« »Ist denn nicht das das Wichtigste, wie es in Ihrem Vermächtnis heißt, Zar Christus auf der Erde wie im Himmel?« »Ja, das ist wohl das Wichtigste. Aber wir wissen nicht, wie es zu machen.« »Und solange wir es nicht wissen, geht Russland zugrunde?« »Es wird nicht zugrunde gehen. Christus wird es retten.« Er schwieg eine Weile und fügte leise hinzu, »Christus und noch jemand.« »Wer denn?« wollte Golizyn fragen, fragte aber nicht. Er fühlte, dass man es nicht fragen dürfe. »Sind Sie verheiratet, Golizyn?« »Ja.« »Wie heißt Ihre Gattin?« »Maria Pawlowna.« »Und wie nennen Sie sie?« »Marinka.« »Küssen Sie also von mir Ihre Marinka.«
Leben Sie wohl. Sie kommen. Gott schütze Sie. Golizin hörte die Riegel und Schlösser an der Tür der Nachbarzelle rasseln. Als die 5 von Pawlowsker Grenadieren bewacht in den Korridor traten, küssten alle einander mit Ausnahme Kachowskis. Er stand allein abseits, immer noch wie zu Stein erstarrt. Rylejew sah ihn an und wollte auf ihn zugehen, aber Kachowski wies ihn stumm mit einem Blick zurück. »Scher dich zum Teufel, Schurke!« Rylejew lächelte. »Tut nichts. Gleich wird er es verstehen.« Sie gingen. Kachowski ging allein voraus. Nach ihm Rylejew und Pestel Arm in Arm. Murawjow und Bestuschew gleichfalls Arm in Arm schlossen den Zug. Rylejew bekreuzigte alle Zellentüren, an denen er vorbeiging, und sprach mit singender, gleichsam rufender Stimme. »Lebt wohl, Brüder!« Als Golizin die Schritte, das Rasseln der Ketten und die Stimme Rylejews hörte, stürzte er zum Guckloch und schrie dem Wärter zu, »Heb auf!« Der Wärter hob den Vorhang. Golizin blickte hinaus. Er sah das Gesicht Murawjows. Murawjow lächelte ihm zu, als wollte er ihn fragen, »Werden Sie es übergeben?« »Ich werde es übergeben«, antwortete Golizin mit einem Lächeln. Er trat ans Fenster und erblickte auf dem Kronwerkwall im trüben Schein des roten Sonnenaufgangs 2 schwarze Pfähle mit einem Querbalken und 5 Stricken. Ende von Abschnitt 38. Abschnitt 39 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merschkowski, übersetzt von Alexander Wiersberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 2. Buch. Nach dem 14. 4. Teil. 9. Kapitel. Alle im Prozess vom 14. Verurteilten, außer den 5 Todeskandidaten, waren es 116 Mann, wurden einer besonderen Zeremonie der öffentlichen Degradation unterzogen. Man versammelte sie auf dem Platz vor dem Münzhofe, ordnete sie in Abteilungen nach den Dienstressorts und führte sie aus der Festung durch das Peterstor auf das Glacis des Kronwerkwalls, einen großen leeren Platz. Dieser Platz diente einst zum Abladen von Unrat, und auch jetzt lagen hier noch Haufen von Abfällen herum. Die Truppen des Gardekorps und die Artillerie mit geladenen Geschützen stellten sich um die Verurteilten im Halbkreise auf. Dumpf schlugen im Nebel die Trommeln, ohne die Stille des frühen Morgens zu stören. Vor jeder Abteilung brannte ein Feuer und stand ein Henker. Man verlas das Urteil und begann mit der Degradation. Die Verurteilten mussten niederknien. Die Henker rissen ihnen die Uniformen, Achselklappen, Epauletts und Orden vom Leibe und warfen diese ins Feuer. Über ihren Köpfen brachen sie die Degen. Die Degen waren vorher angefeilt worden, damit sie leichter brechen. Einige waren aber ungenügend angefeilt und die Verurteilten fielen unter den Schlägen um. So fiel auch Golizin, als der Henker ihn mit seinem Kammerjunkerdegen auf den Kopf schlug. »Wenn du mich noch einmal so schlägst, bin ich tot«, sagte er dem Henker, aufstehend. Dann gab man ihnen gestreifte Spitalröcke. Es war keine Zeit, sie anzuprobieren. Ein Kleingewachsener bekam einen viel zu langen Rock, der ihn im Gehen hinderte. Ein Langer bekam einen kurzen, ein Dicker einen engen, den er kaum anziehen konnte. Man kleidete sie als Hanswürste. Schließlich führte man sie in die Festung zurück. Als sie am Kronwerkwall vorbeigingen und die beiden Pfähle mit dem Querbalken sahen, flüsterten sie. »Was ist das? Wissen Sie es denn nicht? Ist sie dem so gar nicht ähnlich? Haben Sie ihn denn gesehen?« »Nein, noch nie.« »Niemand hat einen gesehen. Er ist der Erste seit wir leben.« »Der Erste, aber wohl nicht der Letzte.« »Eine so einfache Sache, aber selbst das verstand man bei uns nicht zu machen. Ein Deutscher hat ihn gebaut.« »Man hat keinen russischen Henker finden können und sich einen Letten oder Finnen verschrieben.« »Man sagt, dass auch dieser nichts taugt. Vielleicht wird er es gar nicht machen können.« »Kutusow wird es ihm zeigen. Er ist Meister. Er hat es an einem Zarenhalse gelernt.« Sie lachten. So lachen die Menschen oft vor Entsetzen. »Was machen die so lange Geschichten? Es ist für 2 angesetzt und die Uhr geht schon auf 5. Auf der Admiralität hat man ihn gebaut und auf 6 Fuhren verladen.
Fünf Fuhren sind angekommen, aber die sechste, die wichtigste, die mit dem Querbalken, ist irgendwo stecken geblieben. Sie haben einen neuen gezimmert, und das hat so lange gedauert. Es wird nichts daraus, Sie machen nur Angst. Die Konfirmation ist nur eine Dekoration. Es wird ein Bote vom Zaren mit der Begnadigung geritten kommen. Da reitet jemand, seht ihr es? Es ist der General Tschernitschow. Nun, es ist gleich, der Bote wird doch noch kommen. Und sie sahen sich wieder um. Wie eine Schaukel sieht er aus. Schaukeln Sie mal. Nein, es ist keine Schaukel, sondern eine Waage, sagte Golizin. Niemand verstand ihn. Er hatte sich aber gedacht, auf dieser Waage wird Russland gebogen werden. Zu dem Fehlen auf dem Wall kamen zwei Generäle, Tschernitschow und Kutusow, geritten. Sie stritten wegen der Dicke der Stricke. »Sie sind zu dünn«, sagte Tschernitschow. »Nein, nicht zu dünn. An einem dünnen Strick kann man die Schlinge viel fester zuziehen«, widersprach Kutusow. »Und wenn Sie reisen? Aber erlauben Sie, man hat Sandsäcke angehängt. Sie halten je 8 Pud aus.« »Haben Sie selbst die Probe gemacht?« »Ja.« »Dann müssen es Exzellenz besser wissen«, bemerkte Tschernitschow mit einem giftigen Lächeln. Kutusow aber wurde über und über rot. Er verstand die Anspielung. Er hatte den Zaren umgebracht, also wird er auch die Zarenmörder umbringen können. »He du, hast du den Teig nicht vergessen?« rief er dem Henker zu. Der Finne murmelte etwas Unverständliches, auf den Napf mit Teig zeigend. »Er spricht ja gar nicht Russisch«, sagte Tschernitschow und sah den Henker durch das Lorgnon an. Der Henker war ein etwa 40-jähriger Mann mit blondem Haar und einer Stutznase und hatte einige Ähnlichkeit mit dem Kaiser Paul I. Er blickte erstaunt und verlegen drein, als hätte er nicht ordentlich ausgeschlafen. »Diese Schlafmütze, alles fällt ihm aus den Händen. Dass es nur kein Unglück gibt. Wo haben Sie bloß so einen Dummkopf aufgetrieben?« »Warum haben Sie keinen Klugen aufgetrieben?« antwortete Kutusow bissig und ritt auf die Seite. In diesem Augenblick traten die 5 Verurteilten aus dem Festungstor. Im Tor war eine Pforte mit hoher Schwelle. Sie hoben mit Mühe ihre kettenbeschwerten Füße, um über die Schwelle zu treten. Pestel war so schwach, dass die Soldaten ihn heben mussten. Als sie auf den Wall kamen und am Galgen vorbeigingen, sah er das Gerüst an und sagte, »Sitro, man könnte uns auch erschießen lassen.« Er hatte bis zum letzten Augenblick nicht gewusst, dass man sie hängen würde. Vom Wall aus sahen sie einen kleinen Haufen Menschen auf dem Troizki-Platz. In der Stadt wusste niemand, wo die Hinrichtung stattfinden würde. Die einen sagten, auf dem Wolkow-Feld. Die anderen meinten, auf dem Senatsplatz. Die Leute sahen stumm und erstaunt zu. Man war die Todesstrafe nicht mehr gewöhnt. Manche zeigten Mitleid, seufzten und bekreuzigten sich. Aber fast niemand wusste, wer und warum hingerichtet werden sollte. Man glaubte, es seien Räuber oder Falschmünzer. »Il ne va bien nombreux, notre public«, bemerkte Pestel lächelnd. Im letzten Augenblick war wieder etwas nicht fertig, und Tschernitschow und Kutusow gerieten in Streit. Die Verurteilten mussten sich ins Gras setzen. Sie saßen in der gleichen Reihenfolge, wie sie gegangen waren. Rylejew neben Pestel, Murawjow neben Bestuschew und Karowski ganz allein abseits. Rylejew sah Karowski nicht an, fühlte aber seinen starren Blick auf sich lasten. Wenn sie auch nur einen Augenblick allein geblieben wären, hätte er sich wohl über ihn gestürzt und ihn erwürgt. Eine ungeheure Last bedrückte Rylejew. Es war ihm, als hätten sich Riesensteine auf ihn gewälzt. Er schleuderte sie aber nicht mehr wie leichte Bälle zurück, wie ein Mensch auf einem kleinen Planeten. Die Steine wurden immer schwerer. »Eine merkwürdige Mütze. Ist wohl kein Russe«, sagte Pestel, auf die lederne Klappenmütze des Henkers zeigend. »Wahrscheinlich ein Finne«, erwiderte Rylejew. »Das Hemd ist aber rot, Selgu National. Man kleidet bei uns die Henker immer rot«, fuhr Pestel fort. Nach einer Weile zeigte er auf den Gehilfen des Henkers und sagte, »Dieser Kleine sieht aber wie ein Affe aus.« »Oder wie Nikolai Iwanowitsch Kretsch«, bemerkte Rylejew mit einem Lächeln. Anmerkung des Übersetzers. Kretsch,
Nikolai Iwanowitsch, 1787 bis 1867, Journalist, Genosse Bulgariens. Ende der Anmerkung. Was für ein Kretsch? Der Schriftsteller. Ach ja, Kretsch und Bulgarien. Anmerkung des Übersetzers. Bulgarien, Fadej Venediktowitsch, 1789 bis 1859, Romanschriftsteller und Journalist, als Lockspitzel und Denunziant gehasst und gefürchtet. Ende der Anmerkung. Pestel schwieg wieder eine Weile, gähnte und fügte hinzu, Tschernyschow ist heute gar nicht geschminkt. Ist noch zu früh, er hat noch nicht Toilette gemacht, erklärte Rylejew. Und wozu brennen die Feuer? Bei der Degradation wurden die Uniformen verbrannt. Seht, Musik, sagte Pestel und zeigte auf die Musikanten, die hinter dem Galgen an der Spitze der Schwadron der Pawlowsker Leibgrenadiere standen. Wird man uns vielleicht mit Musik hängen? Wahrscheinlich. So sprachen sie die ganze Zeit von den gleichgültigsten Dingen. Rylejew fragte nur einmal Pestel nach der russischen Wahrheit. Jener gab aber keine Antwort und winkte nur abwehrend mit der Hand. Der kleine, hagere Bistuschef mit dem zerzausten roten Haar, dem Sommersprossen besäten Kindergesicht und nicht etwa erschrockenen, sondern nur erstaunten Augen, glich einem kleinen Jungen, den man gleich bestrafen, vielleicht aber auch laufen lassen würde. Er atmete kurz und schnell, als stiege er einen Berg hinauf. Zuweilen zuckte er zusammen und schluchzte, wie früher im Schlafe. Es hatte den Anschein, dass er gleich in Tränen ausbrechen und wieder mit wilder Stimme schreien würde, »Ah, ah, ah, was ist das, was ist das?« Wenn er aber Murawjow ansah, wurde er still und fragte ihn stumm mit den Augen, »Wann kommt der Bote?« »Gleich«, antwortete ihm Murawjow gleichfalls stumm, und er streichelte ihm den Kopf und lächelte. Nun näherte sich ihnen Pater Pjotr mit dem Kreuz. Die Verurteilten erhoben sich. »Schon?«, fragte Pestel. »Noch nicht. Man wird es schon sagen«, antwortete Rylejew. Bestuschew sah Pater Pjotr so an, als wollte er ihn fragen, »Wann kommt denn der Bote?« Aber Pater Pjotr wandte sich weg und blickte ebenso verlegen wie Bestuschew selbst. Er zog das Tuch aus der Tasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Sie vergessen doch das Taschentuch nicht«, erinnerte ihn Rylejew an seine Bitte, das Taschentuch dem Kaiser abzugeben. »Ich vergesse es nicht, Kondrati Fjodorowitsch, seien Sie unbesorgt.« »Worauf warten die noch? Mein Gott!« rief Pater Pjotr und sah sich um. Vielleicht hoffte er noch immer auf den Boten oder dachte sich, dass es doch schneller ein Ende nimmt. Dann ging er auf den Oberpolizeimeister Tschichatschow zu, der neben dem Galgen stand und die letzten Anordnungen gab. Er tuschelte mit ihm und kehrte zu den Verurteilten zurück. »Nun, meine Freunde«, er hob das Kreuz, wollte etwas sagen und konnte es nicht. »Sie geben uns wie Räubern das Geleit, Pater Pjotr«, sagte Murawjow für ihn. »Ja, ja, wie Schächern«, stammelte Myslowski. Dann sah er Murawjow gerade in die Augen und rief feierlich, »Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.« Murawjow kniete nieder, bekreuzigte sich und sagte, »Gott rette Russland, Gott rette Russland, Gott rette Russland.« Er bückte sich und küsste die Erde und dann das Kreuz. Bestuschew machte alle seine Bewegungen nach wie ein Schatten, war sich aber wohl nicht mehr bewusst, was er tat. Pestel ging auf das Kreuz zu und sagte, »Ich bin zwar nicht griechisch-orthodox, aber ich bitte Sie, Pater Pjotr, segnen Sie auch mich vor der Weizenreise.« Er kniete ebenfalls nieder, bekreuzigte sich mit schwerfälliger Gebärde, wie im Traum, und küsste das Kreuz. Nach ihm Rylejew, der immer noch den starren, drückenden Blick Karowskis auf sich fühlte. Karowski stand noch im Abseits und kam nicht zu Pater Pjotr. Jener ging selbst auf ihn zu. Karowski kniete langsam, wie widerwillig nieder, bekreuzigte sich ebenso langsam und küsste das Kreuz. Dann sprang er plötzlich auf, umarmte Pater Pjotr und drückte ihm den Hals so fest zusammen, als wollte er ihn erwürgen. Er ließ ihn los und sah Rylejew an. Ihre Blicke begegneten sich. »Er wird es nicht verstehen«, dachte sich Rylejew, und die schreckliche Last erdrückte ihn schier. Aber im steinernen Gesicht Karowskis zuckte etwas.
Er stürzte zu Rylejew und umarmte ihn schluchzend. Konrad, Bruder, Konrad, ich habe dich vergib. Konrad, zusammen, stammelte er unter Tränen. Petja, Liebster, ich habe es ja gewusst. Zusammen, antwortete Rylejew gleichfalls schluchzend. Der Oberpolizeimeister Tschiratschow verlas das Urteil. Es endete mit dem Satz, diese Verbrecher sind wegen ihrer schweren Missetaten mit dem Strang hinzurichten. Man zog den Verurteilten lange weiße Totenhemden an, die vom Halse bis zu den Fersen reichten, und befestigte sie mittels Riemen am Halse, in der Mitte unterhalb der Ellenbogen und unten an den Knöcheln, so dass ihre Körper wie in Windeln gewickelt aussahen. Jeder bekam eine spitze weiße Mütze auf den Kopf und ein viereckiges schwarzes Lederstück um den Hals. Auf jeden war mit Kreide der Name des Verbrechers und das Wort Zarenmörder geschrieben. Die Namen Rylejews und Karowskis wurden verwechselt. Tschiratschow merkte das Versehen und ließ die Lederstücke umhängen. Allen anderen erschien es als ein schrecklicher Scherz, aber sie selbst fassten es als eine zarte Liebkosung des Todes auf. Kutusow gab ein Zeichen. Die Musik begann zu spielen. Man führte die Verurteilten zum Galgen. Dieser stand auf einem Brettergerüst und sie mussten eine sehr abschüssige, mit Brettern belegte Böschung hinaufgehen. Sie gingen langsam, denn sie konnten mit ihren Kettenbeschwerden und mit Stricken gefesselten Füßen nur ganz kleine Schritte machen. Die Soldaten stützten sie und trieben sie vorwärts. Um diese Zeit rieben die Henker die Stricke mit Talg ein. Ein alter Unteroffizier, der als letzter in der Reihe der Grenadiere stand, sah immer die Henker an und runzelte die Stirn. Er verstand sich aufs Hängen. Während des Feldzuges zu Worofs hatte er in Polen wohl ein ganzes Dutzend jüdischer Spione gehängt. Er sah, dass die Stricke vom Tau durchnässt waren und den Talg nicht annahmen. Die Schlinge wird sich nicht ordentlich zuziehen lassen und kann vom Halse rutschen. Die Verurteilten bestiegen das Gerüst und stellten sich in einer Reihe mit den Gesichtern zum Trojizki-Platz auf. Sie standen in dieser Reihenfolge von rechts nach links. Pestel, Rylejew, Murawjow, Bestuschew, Karowski. Der Henker legte ihnen die Schlingen um die Hälse. In diesem Augenblick waren die Gesichter aller Verurteilten gleich ruhig und wie versonnen. Als Pestel schon die Schlinge auf dem Halse hatte, wurde sein schläfriges Gesicht wie von einem Gedanken durchzuckt. Wenn man diesen Gedanken in Worte kleiden könnte, so würde er lauten, sterbe ich für nichts oder doch für etwas? Gleich werde ich es erfahren. Man stülpte ihnen die Mützen über die Augen. Mein Gott, wozu? Sagte Rylejew. Es schien ihm, dass nicht nur die Hand, sondern auch das gelbe, mit glänzender Haut umspannte Gesicht des Finnen nach Talg rieche. Die schreckliche Last wälzte sich wieder über ihn. Aber Karowski lächelte ihm zu, und er schleuderte diese letzte Last von sich wie einen leichten Ball. Auch Murawjow lächelte Bestuschew zu. Wird der Bote kommen? Er wird kommen. Die Henker liefen vom Gerüst herunter. Fertig, rief Kutusow. Fertig, antwortete der Henkersknecht. Der Finne zog mit aller Kraft am eisernen Ring, der seitwärts in einer runden Öffnung im Gerüst angebracht war. Das Brett unter den Füßen der Delinquenten senkte sich wie eine Falltüre und die Körper hingen in der Luft. Dröhnte es dumpf vom Menschenhaufen auf dem Trojizki-Platze bis zu den Truppen, die um den Galgen standen. Die ganze Menge erzitterte wie die Erde unter der schweren Last, die auf sie niederfiel. Man konnte es anfangs gar nicht fassen. Es waren ihre fünf gewesen, am Galgen hingen aber nur zwei. Wo blieben die drei? »Teufel, was ist das? Was ist das?« schrie Kutusow mit vor Entsetzen verzerrtem Gesicht. Er gab dem Pferd die Sporen und sprengte heran. Pater Pjotr ließ das Kreuz fallen, lief auf das Gerüst und blickte erst in das Loch und dann auf die drei baumelnden Schlingen. Nun begriff er es, sie waren abgerissen. Der Unteroffizier hatte recht, die nassen Schlingen hatten sich nicht ordentlich zuziehen lassen und waren von den Hälsen gerutscht. Nur zwei. Pestel und Bestuschew hingen, aber Karowski, Rylejew und Murawjow waren abgerissen. Dort unten im schwarzen Loch regten sich die schrecklichen, weißen Gestalten in weißen Totenhemden. Die Mützen waren ihnen von den Gesichtern gefallen.
Rylejews Gesicht blutete. Karowski stöhnte vor Schmerz. Aber er blickte Rylejew an und sie lächelten wieder wie vorhin einander zu. Zusammen? Zusammen. Murawjow wurde fast ohnmächtig. Er erwachte aber mit ungeheurer Anstrengung wie aus einem tiefen Schlaf, öffnete die Augen und sah hinauf. Er sah Bestuschew hängen. Er erkannte ihn an seinem kleinen Wuchs. Gott sei Dank, sagte er sich. Ein anderer Bote von einem anderen Zaren hat ihm schon das Leben verkündet. Dass er aber selbst gleich nicht den zweiten, sondern den dritten Tod sterben werde, daran dachte er nicht. Er schloss wieder die Augen und beruhigte sich beim letzten Gedanken. Ippolit, Mamachen. Die Musik verstummte. In der Stille erklang vom Menschenhaufen auf dem Troizki-Platz her ein Schreien und Kreischen. Eine Frau hatte einen Anfall bekommen und wieder ging durch die ganze Menge vom Platze bis zum Galgen das dumpfe Dröhnen des Entsetzens. Es schien nur noch ein Augenblick und die Menschen ertragen es nicht. Sie erschlagen die Henker und fegen den Galgen weg. »Hängen, hängen, schneller!« schrie Kutusow. »Hey, Musik!« Die Musik fing wieder zu spielen an. Man zog die drei Abgestürzten aus dem Loch. Sie waren nicht mehr imstande, selbst das Schafott zu besteigen. Man musste sie hinauftragen. Man hob das Fallbrett. Als Pestel es mit den Füßen berührte, wurde er wieder lebendig. Durch seinen erstarrten Körper lief ein neues Zucken. Bestuschew erreichte infolge seines kleinen Wuchses das Brett nicht. So blieb er allein vom zweiten Tod verschont. Man legte ihnen wieder die Schlingen um die Hälse und ließ das Brett herab. Diesmal blieben alle ordentlich hängen. Es war die sechste Morgenstunde. Die Sonne ging im Nebel wie an allen diesen Tagen trübrot auf. Der Sonne gerade gegenüber hingen zwischen zwei schwarzen Pfählen an fünf Stricken, fünf unbewegliche, lange, weiße, in Windeln gewickelte Körper. Und die trübrote Sonne befleckte die weißen Totenhemden nicht mit Blut. Ende von Abschnitt 39. Abschnitt 40 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merezhkovsky. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch. Nach dem 14. Vierter Teil. 10. Kapitel. Der Kaiser war am Vorabend der Exekution nach Zarskoje Selo gefahren. Oder, wie manche sagten, geflohen. Jede Viertelstunde schickte man zu ihm, direkt von der Richtstätte, einen Feldjäger mit einem Bericht. Der letzte überbrachte folgende Meldung von Kutusow. Die Exekution ist in vorschriftsmäßiger Ordnung verlaufen und die Ruhe wurde weder von den Truppen noch von den Zuschauern, deren es nur wenige gab, gestört. Infolge der mangelhaften Erfahrungen unserer Henker und der Unfähigkeit, einen Galgen zu bauen, waren drei Delinquenten, und zwar Rylejew, Karowski und Murawjow, beim ersten Mal abgestürzt. Sie wurden aber gleich darauf wieder aufgeknüpft und erlitten den wohlverdienten Tod, was ich Eurer Kaiserlichen Majestät untertänigst melde. Am gleichen Tage schrieb der Chef des Generalstabs, General Dibitsch, an den Kaiser. Ein Feldjäger überbringt Eurer Majestät den Bericht des Generals Kutusow über die Vollstreckung des Urteils an den Schurken. Die Truppen benahmen sich mit Würde. Die Verbrecher aber zeigten die gleiche niedrige Gesinnung, die wir an ihnen schon gleich am Anfang sahen. Ich danke Gott, dass alles glücklich abgelaufen ist, antwortete der Kaiser Dibitsch. Ich wusste gut, dass die Helden vom 14. bei dieser Gelegenheit nicht mehr Mut zeigen würden als nötig. Ich rate Ihnen, mein Lieber, am heutigen Tage die größte Vorsicht zu beobachten. Am 14. Juli wurde auf dem Senatsplatz ein Dankgottesdienst abgehalten. Die Feldkirche stand von Truppen umgeben vor dem Denkmal Peters des Großen, in der gleichen Stelle, an der am 14. Dezember das Karree der Aufrührer gestanden hatte. Der Metropolit schritt mit der Geistlichkeit die Reihen der Truppen ab und besprengte sie mit Weihwasser. Das letzte Responsorium, bei dem alle niederknieten, lautete: Auch bitten wir unseren Herrn und Heiland, das Bekenntnis und den Dank seiner unwürdigen Knechte zu empfangen, für den Schutz, den er uns vor Aufruhr und den Anschlägen auf die rechtgläubige Kirche, den Altar und das russische Reich gewährt hat. Ist ihre Hinrichtung die Hinrichtung Russlands? Nein, sie ist eine Ohrfeige.
Macht nichts, Sie werden es schon herunterschlucken. Korowski hat recht. Ein gemeines Land, ein gemeines Volk. Russland wird zugrunde gehen. Vielleicht ist auch gar nichts da, was zugrunde gehen kann. Es gibt ja gar kein Russland und hat keines gegeben. So dachte sich Golizyn in seiner neuen Zelle im Newa-Wall, in dem man ihn nach der Exekution vom 13. Juli verbracht hatte. Er wusste schon, dass die Todesstrafe vollstreckt worden war. Der Feuerwerker Schibajew hatte ihm einige Worte zugeraunt. Sonst wusste er aber nichts. In den ersten Tagen nach der Hinrichtung wurden die Arrestanten ebenso streng gehalten wie in den ersten Tagen nach der Verhaftung. Man ließ sie aus den Zellen nicht mehr heraus. Die Gespräche und das Klopfen hatten aufgehört. Die Wachposten waren wieder stumm und gaben auf alle Fragen nur eine Antwort. Ich weiß nichts. Am Tage der Hinrichtung steckte Poduschkin Golizyn heimlich einen Brief von Marinka zu. Die Tochter des Platzmajors, Adelaida Jegorowna, hatte ihren Vater nach langen Bitten dazu bewogen. Der Brief war nicht erbrochen. Lieber Freund, ich schrieb dir so lange nicht, weil ich nicht den Mut hatte und dir die schreckliche Nachricht nicht durch einen Fremden mitteilen wollte. Am 29. Juni starb meine Mama. Obwohl sie schon seit Januar kränkelte, hatte ich ein so schnelles Ende nicht erwartet. Ich kann den quälenden Gedanken nicht loswerden, dass ich, wenn auch ohne Willen, dieses Unglück verschuldet habe. Es gibt keinen größeren Schmerz als die zu späte Reue, dass wir einen, der nicht mehr ist, nicht genügend geliebt haben. Aber ich will davon nicht schreiben. Du wirst es selbst verstehen. Nun bin ich ganz allein in der Welt, denn Foma Fomitsch, der mich zwar wie eine Tochter liebt und bereit ist, für mich sein Leben hinzugeben, ist bei seinem Alter nur eine schwache Stütze für mich. Der Ärmste ist nach dem Tode der Großmutter auf einmal alt geworden und wie ein kleines Kind. Ängstige dich aber nicht um mich, mein Freund. Jetzt weiß ich, dass der Mensch, wenn es nötig ist, in sich solche Kräfte findet, die er vorher gar nicht geahnt hat. Ich habe die feste Hoffnung auf die Gnade Gottes und auf den Schutz der Himmelskönigin, unserer Fürbitterin, der unwankbaren Mauer, der Mutter aller Trauenden, niemals aufgegeben und werde sie niemals aufgeben. Jetzt erst habe ich erfahren, wie mächtig ihr heiliger Schutz ist. Jeden Tag bete ich zu ihr unter Tränen für dich und für euch alle Unglücklichen. Ich wollte noch viel darüber schreiben, aber ich kann es nicht. Verzeih, dass ich so schlecht schreibe. Ich habe schreckliche Tage durchlebt, als ich die Nachricht erhielt, dass die zweite Kategorie, zu der du gehörst, zum Tode verurteilt ist. Ich wusste übrigens, dass ich dich nicht überleben würde, und dies allein gab mir die Kraft. Stelle dir vor, wie ich mich freute, als ich die Nachricht erhielt, dass die Todesstrafe durch Verbannung nach Sibirien ersetzt worden ist, und die noch größere Freude darüber, dass wir Frauen die Erlaubnis bekommen, unseren Männern in die Verbannung zu folgen. Alle diese Tage hatte ich mich mit der Fürstin Jekaterina Iwanowna Trubezkaja, welch eine prächtige Frau, darum bemüht, und jetzt haben wir fast die sichere Gewissheit, dass wir die Erlaubnis erhalten. Ich will nichts als nur bei dir sein und dein Unglück mit dir tragen. Nun weiß ich wieder nicht, wie es zu sagen. Weißt du noch, wie du, als du krank warst, im Fieber immer sagtest, Marinka, Mamachen? Er konnte nicht weiterlesen. Der Brief fiel ihm aus der Hand. Warum dieser Brief an diesem Tage, fragte er sich. Er wusste selbst nicht, welches Gefühl in ihm stärker war. Die Freude oder der Ekel vor dieser Freude. Er erinnerte sich des schrecklichsten aller seiner Gedanken, von dem er damals im Alexei-Ravelin fast verrückt geworden war. Die Liebe ist eine Gemeinheit, die Liebe zu einem Lebenden. Die Freude eines Lebenden ist Verrat an den Toten. Es gibt keine Liebe, es gibt keine Freude, es gibt nichts außer Gemeinheit und Tod. Tod der Edlen, Gemeinheit der Lebenden. Am anderen Tag, dem 14. Juli, kam zu ihm gegen Abend Pater Pjotr. Wie damals am Palmsonntag, als Golizyn sich weigerte, das Abendmahl zu empfangen, hielt er wieder den Kelch in der Hand. Daran, wie er ihn hielt, konnte Golizyn erkennen, dass der Kelch leer war. Er bemühte sich, Golizyn nicht in die Augen zu sehen. Er machte einen verlegenen und unglücklichen Eindruck. Golizyn fühlte aber mit ihm kein Mitleid, wie Rylejew. Er sah ihn lange boshaft unter seiner Brille an und sagte mit spöttischem Lächeln,
Nun, Pater Piotr, ist der Bote gekommen? Ist die Konfirmation eine Dekoration? Pater Piotr wollte gleichfalls lächeln, aber sein Gesicht verzerrte sich. Er setzte sich auf einen Stuhl, führte den Kelch an den Mund, ergriff seinen Rand mit den Zähnen und fing an zu schluchzen. Erst leise, dann immer lauter und lauter. Dann stellte er den Kelch auf den Tisch, bedeckte das Gesicht mit den Händen und brach in Tränen aus. So ein altes Weib, dachte sich Golizyn und sah ihn noch immer stumm und gehässig an. Nun wollen Sie mir alles erzählen, sagte er, als jener sich etwas beruhigt hatte. Ich kann nicht, mein Freund. Später einmal. Jetzt kann ich nicht. Zum Galgen führen haben Sie gekonnt. Erzählen können Sie aber nicht. Erzählen Sie sofort, schrie ihn Golizyn streng an. Pater Piotr sah ihn erschrocken an, trocknete sich die Augen mit dem Tuch und begann zu erzählen. Erst ungern, dann immer leidenschaftlicher. Offenbar verschaffte ihm dies einen bitteren Genuss. Als er davon sprach, wie die drei abgestürzt waren und wieder aufgehängt wurden, erbleichte er, bedeckte das Gesicht wieder mit den Händen und fing zu weinen an. Aber Golizyn lachte. Ist das ein nettes Land, Russland? Sie verstehen nicht mal einen Menschen aufzwängen. Gemein, gemein, gemein. Pater Piotr hörte plötzlich zu weinen auf, nahm die Hände vom Gesicht und sah Golizyn schüchtern an. Wer ist gemein? Russland. Sie sprechen so schrecklich, Fürst. Wieso? Fühlen Sie sich für das Vaterland beleidigt? Macht nichts. Sie werden es schon hinunterschlucken. Beide schwiegen. Das Fenster der Zelle ging auf die Neva nach dem Westen. Die Sonne sank ebenso rot, doch weniger trüb als an allen diesen Tagen. Der Dunst hatte sich ein wenig verzogen. In der Ferne jenseits der Neva glühten die Fenster des Winterpalais in roten Flammen, als ob innen eine Feuersbrunst wäre. Das rote Licht erfüllte auch die Zelle. Während seiner Erzählung hatte Pater Piotr den Kelch vom Tisch genommen und hielt ihn noch immer in der Hand. Der goldene Kelch leuchtete im roten Strahl blendend wie eine zweite Sonne. Golizyn sah ihn an, erhob sich, ging auf Pater Piotr zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte noch immer streng: Verstehen Sie jetzt, warum ich das Abendmahl nicht empfangen wollte? Verstehen Sie es jetzt? Ich verstehe es, flüsterte Pater Piotr und blickte ihn an. Golizyn sah trotz der roten Beleuchtung, dass sein Gesicht leichenblass war. Beide schwiegen. Wo hat man sie beerdigt? Fragte Golizyn. Ich weiß es nicht, antwortete Pater Piotr. Niemand weiß es. Die einen sagen, gleich neben den Galgen in einer Grube mit ungelöschtem Kalk. Die anderen auf der Insel Golodai, wo die Viehkadaver eingescharrt werden. Andere wieder sagen, man hätte sie in Bastdecken eingenäht, mit Steinen beschwert, in einem Boot ins Meer gefahren und ins Wasser geworfen. Eine Totenmesse habe ich für Sie aber doch gelesen, fuhr er nach einer Pause mit einem einfältigen und schlauen Lächeln fort. Heute war eine Parade auf dem Senatsplatz mit einem Dankgottesdienst anlässlich der Niederwerfung des Aufstandes. Man besprengte den Platz und die Truppen mit Weihwasser, um sie vom Blut zu reinigen. Sie fürchten immer das Blut. Aber sie werden es wohl auch mit Weihwasser nicht abwaschen können. Der Metropolit selbst hielt mit der ganzen Heiligkeit den Gottesdienst ab. Ich ging aber nicht hin. Meine Frau sagte, du nimmst dir gar zu viel heraus, Pater Piotr. Pass auf, dass du vom Bischof keine Nase kriegst. Und wenn ich auch eine kriege, sagte ich ihr. Ich ließ das kasanische Gnadenbild von den anderen Popen auf den Platz fahren, ging aber selbst nicht hin, sondern legte einen schwarzen Ornat an und las eine Totenmesse für die fünf jüngst verschiedenen Knechte Gottes. Lass bei deinen Heiligen ruhen, Herr, die Seelen deiner Knechte, Sergei, Michail, Piotr, Kondrati, an der Stätte, wo die Gerechten ruhen. Nimm sie, Herr, in deinen Frieden auf. Was soll man da noch reden? Er wird sie aufnehmen, wird sie ganz gewiss aufnehmen. Plötzlich richtete er sich in seiner ganzen Größe auf und rief feierlich, »Ich bezeuge es beim lebendigen Gott. Wie Heilige sind sie gestorben. Wie fertige, reife Trauben fielen sie auf die Erde. Aber nicht die Erde nahm sie auf, sondern der himmlische Vater. Sie haben Märtyrerkronen errungen, und diese Kronen werden ihnen in alle Ewigkeit nicht genommen werden. Ehre sei Gott dem Herrn. Amen.« Golizyn kniete wie damals am Palmsonntag nieder und sagte,
Segnen Sie mich, Pater Piotr. Jener hob die Hand. Nein, mit dem Kelch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, segnete ihn Pater Piotr mit dem Kelch, seine Stirn, Brust und Schultern berührend. Dann ließ er ihn den Kelch küssen. Als Golizin ihn mit den Lippen berührte, fiel ein blutroter Sonnenstrahl auf den goldenen Grund und der Kelch schien sich mit Blut zu füllen. Pater Piotr umarmte ihn stumm und wollte gehen. »Warten Sie«, sagte Golizin. Er knöpfte den Hemdkragen auf, holte aus dem Busen ein Päckchen Papiere und reichte es dem Geistlichen. »Was ist das?«, fragte Pater Piotr. »Die Aufzeichnungen Murawjows, sein Vermächtnis an Russland. Er wollte, dass ich es Ihnen übergebe. Werden Sie es aufheben?« »Ja.« Er umarmte ihn noch einmal und verließ die Zelle. Golizin saß lange unbeweglich, ohne zu fühlen, wie die Tränen ihm das Gesicht hinunterliefen, und sah auf die untergehende Sonne, auf den himmlischen, mit Blut gefüllten Kelch. Dann senkte er die Augen und erblickte auf dem Tisch Marinkas Brief. Nun wusste er schon, warum ein solcher Brief an einem solchen Tag gekommen war. Er gedachte der Worte Murawjows: »Küssen Sie von mir Marinka.« Er nahm den Brief in die Hand, küsste ihn und flüsterte: »Marinka, Mamachen.« Er erinnerte sich, wie er nach der Zusammenkunft mit ihrem Gärtchen des Alexei Rablans die Erde geküsst hatte. Erde, allerreinste Mutter. Und wie auch Murawjow in der letzten Minute vor der Hinrichtung die Erde geküsst hatte. Er erinnerte sich der letzten Worte, die ihm Murawjow durch den Spalt in der Wand zugeflüstert hatte. »Russland wird nicht zugrunde gehen. Christus wird es retten und noch jemand.« Damals wusste er nicht, wer. Nun wusste er es. Eine Freude, die einem Schrecken glich, durchzuckte sein Herz wie ein Blitz. »Die Mutter wird Russland retten.« Ende von Abschnitt 40. Ende von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg.